Naja, wie auch immer. Ich bin zurück aus Rom und heiße euch willkommen zurück zu einer neuen Runde Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro Online. Ihr seht schon, diesmal ist Guamato mein Gegner. Grund ist, wir haben hier mal aus Jux ein Maschinen-Imperator-Deck erstellt. Und das wollten wir einfach mal ausprobieren. Allerdings sind das alles Anime-Karten, weswegen wir dafür entsprechende Vorkehrungen treffen mussten, nenne ich es mal. So formulieren darf. Ja, also herzlich willkommen von mir. Scheißblatt. Ja. Ich spiele hier ein, ich spiele hier das Deck, was, also mein Deck, was Hiok schon im allerersten Duell gespielt hat, das Empfangskomitee. Grund ist, erstens ist es gut und zweitens ist das Mechlord-Deck ja ein absolutes Anti-Synchro-Deck und deswegen, ja, wollten wir das einfach mal ausprobieren. So, und das Blöde am Empfangskomitee ist, ich habe da so viele Empfänger drin, dass ich teilweise wirklich nur Empfänger auf der Hand habe, so wie jetzt zum Beispiel. Tja. Naja, machen wir erstmal so. Man ist ja vorsichtig. Mal ganz im Ernst, wie viel Dusel kann man haben? Ziemlich viel. Ja, also reißende Attribute ist so ungefähr eine der Schlüsselkarten von diesem Deck. Gut, dass ich so rumgemacht habe, weil jetzt spiele ich erstmal Monster verdeckt. Wenn ich das jetzt gerade eben andersrum gemacht hätte, wäre es schlecht. Nee, wäre es nicht. Du hast das Monster nur gesetzt und nicht beschworen. Das ist egal, oder? Nee, es muss beschworen werden. Ah ja, aber dann zählt auch Flip-Beschwörung, ne? Ja gut, Flip-Beschwörung zählt. Ah, Mecha-Häschen, richtig? Maybe. Und warum zum Fick habe ich jetzt eigentlich gerade nicht synchronisiert, ich Idiot? Den hebe ich mir mal auf. Okay, dann kann ich das ja jetzt nachholen. Ah, schöne Karte. Wobei das nachher ist vielleicht. Du scheinst halt kein wirklich angriffsstarkes Monster zu ziehen. Nö, aber ich greife jetzt einfach mal trotzdem mit dem hier an. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten. Tue ich auch nicht. Weil wenn da eins von deinen, du hast hier kein Monster, was mir wirklich gefährlich werden könnte. Wenn da einer von den Kernen liegt, ist mir das wurscht. Genau. Mir wurscht, der wird eh nicht durch Kampf zerstört, also von daher. Ich habe schon Monster, die dir gefährlich werden können, aber ich habe gar keins auf dem Feld, das dir gefährlich werden kann. Und da gäbe es was Interessantes, was ich gern mal ausprobieren würde, aber das kann ich gerade so noch nicht, weil du ja genau im richtigen Moment genau die richtige Karte gezogen hast. Wie nicht das erste Mal. Was meinst du denn damit? Ist nicht so, dass das zum ersten Mal passiert wäre oder so. Ich weiß nicht, wovon du redest. So, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich überlege jetzt gerade, was ich jetzt hier aufs Feld legen könnte. Ohne mir mein Monster durch Effekt zu zerstören. Genau. Ich habe nur leider gerade absolut nichts, was Kampfschaden zufügt. Tja, blöd. Natürlich, doch, ich habe ein Monster, was Kampfschaden zufügt. Natürlich, ich bin ja bescheuert. Wir haben den Zwillingsschwertplünderer in das Deck getan, oder? Nee, den rufe ich nicht. Das ist gar keine Fallenkarte. Ja! Level 5? Schon! Aber jetzt habe ich eine. Level 6? Wer konnte denn Level 6 Schaden zufügen? Ach, Gerch, du Scheiße! Du weißt es. Wobei das gar nicht mal so schlecht ist, wenn ich ehrlich bin, weil jetzt kann ich das ausprobieren, was ich vorhin ausprobieren wollte. So, jetzt kriegst du auf jeden Fall erst in einem Oquises eine reingezimmert. Mhm. Ja, passt. Und dein Monster wird natürlich nicht zerstört. Und ich krieg meine 300 Attack. Okay, wenn ich wieder dran bin, kann ich das jetzt ausprobieren, was ich testen wollte. Bin mal gespannt. Auch nicht, wenn ich es dir verbiete. Kannst du es dann immer noch machen, wenn ich es dir verbiete? Wenn du mir sagst, wie du es mir verbieten willst, gerne. Wenn ich es dir sage, ist die Überraschung ja weg. Oh, verdammt. Du legst einen Kern weg. So, ich hoffe mal, das funzt jetzt.
Jawohl, ja. Hä? Der Kern ist bloß eine Krücke, der ist nicht zwingend notwendig. Oh, scheiße. Mhm. Ah! Ärgerlich. War es doch das Mecha-Häschen. Ja? Hallo? Ich habe mein Ziel gewählt. Hallo? Ich mach nix. Ja? Klick nochmal, sicher, sicher. Habe ich. Hier steht... Hängt der jetzt schon wieder oder was? Hier steht, wähle das Ziel 1 von 1. So, und jetzt muss ich normalerweise rechtsklicken und dann ist es vorbei. Hä? Hä? Was war das gerade? Ah! Natürlich! Ich kann Skill nicht als Ziel von Effekten nehmen. Deswegen habe ich jetzt... Ach so, klar, weil der Carrier auf dem Feld ist. Ah, bing, natürlich. Haha, wie geil. Das freut mich. Hm? Warum? Ach so. Die Einzelteile von Skill können übrigens auch angreifen. Ja, das ist wurscht. Den kann ich aber als Ziel vom Effekt nehmen. So, jetzt hat. So, ist wieder ausgeglichen. Und zack, liegt das dritte Mecha-Häschen da. Yep. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die irgendwie jetzt richtig badass rein donnern kann. In dem Fall sichere ich mich lieber nochmal ab. In Skill Carrier 3. Ist mir aufgefallen, dass die ganzen Skill-Teile alles irgendwelche Insekten sind? Mhm. Während die ganzen Granel und Dings, Wieselteile, das sind ja alles normale Monster. Also nein, nicht normale Monster, humanoide. So. So, jetzt erstmal Topf der Träger, das ist immer eine schöne Sache. Und dann haben wir das hier. Und dann bin ich auch schon wieder fertig. Oder? Nimm. Ja. So, dann wollen wir mal. Jetzt kriegst du erstmal gleich noch 500 Schaden reingedonnert. Das mit dem Oquise, das war natürlich jetzt ärgerlich. Ach du Scheiße, jetzt kommt der mit dem nächsten daher. Und mein Monster wird stärker und stärker. Alter, wie mächtig wird der Skill denn noch? Der heißt unendlicher Maschinenimperator, warum wohl? Das Blöde ist, den kann ich nicht als Ziel von Effekt. Ja, aber den Kern kannst du ja wählen. Nein! Ich meine, ich kann ihn auf die Art... Ich kann ihn auch nicht zerstören. Also, ich meine, diese Fallenkarte ist ja was Fieses. So, und da jetzt die Mecha-Häschen wieder im Deck liegen, ich habe sie ja vorher zurückgemischt, kommen sie jetzt auch wieder. Dann nehme ich mal an, eine verdeckte Karte ist Raigeki-Brecher. Ah, Mist, Marshmallow. Schade. Wow, wenn du eine Ahnung hättest, wie wenig mich das gerade kratzt. Naja, noch liegt er da. Ja, lies dir mal den Effekt von Skill Angriff 3 durch. Oh. Mhm. Ja. So, was machst du jetzt? Ja, ich bin gerade am Überlegen, was ich jetzt mache. Auf jeden Fall erstmal das hier. Ich glaube nicht. Ach, das. Ach, komm schon. Aber das war nicht die Karte, mit der ich meinte, jetzt zerarsch ich dir deinen Marshmallow. Wie gesagt. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt irgendetwas in der Hinterhand habe, womit ich dir jetzt richtig schön reindonnern kann. Na, viel Glück. Wenn der Maschinenimperator erstmal auf dem Feld liegt, dann liegt er. Ja.
Es gebe jetzt eine Karte, mit der ich dich jetzt vernichten könnte, aber dazu habe ich jetzt gerade nicht die richtige Handkarte parat. Das ist blöd. Lass mich raten, Nebelraupe. Hm? Nein. Nicht? Auch die könnte ich jetzt gerade nicht rufen. Doch, die würde mir auch helfen, aber die kann ich jetzt gerade auch nicht rufen. Nee, ich meinte sogar eine noch fiesere, aber auch die kann ich gerade nicht rufen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Im Moment kann ich nichts machen. Oh. Ja. Dann mach mal deinen Zug. Ja. Hätte meine Angriffskraft nicht eigentlich halbiert werden sollen? Ach so, meine Standardangriffskraft wird erhöht und dann. Was? Nee. Quatsch, das gibt auch keinen Sinn. Meine Angriffskraft wurde nicht halbiert, sondern ich habe die Hälfte dazugekriegt. Das raff ich jetzt auch gerade nicht. Ach, ich bin schon wieder dran. Vielleicht ein Bug, ist ja noch eine Beta. Und ich habe jetzt gerade natürlich nicht die Karte bekommen, die ich jetzt brauche. Aber selbst wenn, ich hätte dir hier zwei nette Karten verdeckt gehabt, die es dir zerarschen können. Na, ich hätte schon eine Badass-Karte gehabt, die hätte dir reindonnern können. Ich kann es dir mal... Da du eh nichts mehr machen kannst, kannst du es ja kurz sagen. Und zwar, hier, der Sternenfresser. Stufenfresser. Nein, Sternenfresser. Sternenfresser? Ja. Kennst du den? Mir sagt er gerade nichts. Also, ein Empfänger, ein oder mehr Nicht-Empfänger, Stufe 11. Deswegen kann ich ihn jetzt auch gerade nicht rufen. Wenn ich jetzt den Turbo-Booster gezogen hätte, hätte ich ihn rufen können. So. Wieso, was kann der? Also, muss als Synchro-Beschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. So. Die Synchro-Beschwörung dieser Karte kann nicht annulliert werden. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, können keine Karten und Effekte aktiviert werden. Falls diese Karte angreift, bleibt sie bis zum Ende des Damage-Steps von anderen Karteneffekten unberührt. Das heißt... Wie viel Angriffspunkte? 3200. Ja, toll. Mein Skill hat 3900. Nein. Ich würde dir ja deinen Skill-Angriff wegdonnern. Du kannst nicht aktivieren. Du kannst... Warte mal kurz. Kann ich keine Effekte aktivieren oder bleibst du von Effekten unberührt? Du kannst keine Effekte aktivieren. Auf die Beschwörung oder auf den Angriff? Hier steht wortwörtlich... Lies nochmal wortwörtlich vor. Hier steht wortwörtlich... Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, können keine Karten und Effekte aktiviert werden. Nein, nur der Angriff. Nur den Falls diese Angriff. Karte angreift, bleibt sie bis zum Ende des Damage-Steps von anderen Karteneffekten unberührt. Aha. Die bleibt zwar von Karteneffekten unberührt, aber den Effekt von Skill Carrier 3 hätte ich trotzdem noch aktivieren können. Ich kann nur auf die Beschwörung nichts aktivieren. Ach so, stimmt. Du hättest den Angriff annulliert. Ja. Und selbst wenn nicht, das ist ein fucking Synchro-Monster. Das hätte ich dir einfach... Du hättest hättest Angriff zerstört. Toll. Dann hätte ich mir dein Synchro-Monster gekriegt. Nein, hättest du nicht, weil du hättest ja den Effekt nicht... Ach doch, stimmt, hättest... Okay. Egal. Also halt mal fest, du hast gewonnen. Ja. Aber denk dran, du kennst die Regeln mit dem Verlieren. Ja, ja. Kein Aufgeben. Aber so einfach nur, weil ich es kann. Kannst du mir den Granelkern angreifen, just for fun. Oh, oder so. Ach ja, das Zeitlimit. Mann, warum hast du das nicht auf unendlich gestellt, du Idiot? Ja, egal. Es kommt ja aufs Gleiche raus. Ja, hätte keinen Unterschied gemacht. Ja. Gut, dann war's das von unserer Seite und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja.